Ja, Leute. Die folgende Map, die gleich kommt, ne? Also ich wundere mich immer wieder, warum die Leute die Mitte komplett leer lassen. Merkt euch das, die Map, die gleich kommt, da muss die Mitte mindestens mit 3 bis 4 Panzern besetzt werden, ja? Also die Map, die gleich kommt, immer die Mitte, wo die Kirche ist, mit 3 bis 4 Panzern besetzen. Und jetzt schaut euch mal an, der E100, also ich bin in dem Fall der beste Scout im ganzen Team. Traurig, aber wahr. Ein oder zwei Sommerferien. Panzer sind generell immer AFK irgendwo am Rumstehen. Links oben mein Twitch-Name, Die Akkupower überhaupt Twitch. nicht mitspielen. Links in der Videobeschreibung, Facebook, Tja, Instagram und wieder so ist, Twitch. ne? Alles in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Wenn der E100 der Super Heavy der beste Scout im Team ist. Sommerferien. Ach, ja. Müssen hier die Mitte besetzen. Oh, wie ich das hasse, Mann. Wie ich das hasse, wenn mein Schuss in den Boden reinfliegt, anstatt dahin, wo ich ihn haben will. Jo, herzlichen Glückwunsch. AP-Munition seitlich am Turm. So, weißt du? Diese AP-Munition kann man sich eigentlich sparen. Das ist so. Man hat das zwar in seinem Repertoire, aber kann es eigentlich so gut wie nie gebrauchen. Oh, wir bräuchten jetzt langsam, aber sicher Base-Dev, ne? Oh, keine Ahnung, warum hier keiner steht. Es reagiert halt absolut gar keiner auf die Situation, ne? Guck, der fährt da komplett durch mit seinem Objekt.
Lol. Ey, ich verstehe nicht, warum die Leute nicht zurückfahren. Es ist schon längst klar, dass hier Hilfe gebraucht wird, ne? Schon längst ist klar, dass der Gegner von hier aus pusht. Warum fahren die nicht zurück? Oh, herzlichen Glückwunsch. Ey, wir haben doch Mediums, ihr seid doch schnell genug, Alter. Ich kann jetzt nicht mit einem langsamen E100 hier über die Freifläche fahren. Fahrt doch einfach zurück, wenn ihr seht, dass da Hilfe gebraucht wird. Meine Fresse. Meine Fresse, Alter. Gott. Geil, ich bin jetzt der Scout für unsere Mediums. Ich spotte für die. Geil. Freut mich. Es ist so unglaublich, Mann. Es ist so unglaublich, Mann. Ey, wir haben schon wieder zwei TVPs, die sich überhaupt nicht bewegen, ne? Die warten nur, bis der E100 für die was aufmacht. Das kriegen die noch hin. Aber selber spotten, flankieren, helfen? Nö. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Oh Gott.
Ist das anstrengend, Alter. Wenn du schon Mediums und schnelle Heavies hast und trotzdem bist du mit dem E100 der Einzige, der spottet und flankiert, Alter. Da weißt du, du bist in den Sommerferien, Junge. Da sitzen die halt mit ihren Panzern, die ganzen 8- und 7-Jährigen, und wissen nichts damit anzufangen. Und ich muss jetzt auf einer offenen Map mit dem E100 spotten, damit meine Mediums schießen. Eigentlich wäre das umgekehrt richtig, aber gut, ne? So ist das halt, ne? Schicksal. Schicksal, Alter. Der E100 flankiert und spottet, während die TVPs schlafen. Guck mal, alles mein Spot-Damage, ne? 3200 mit dem Heavy. Mit dem Super-Heavy. Noch nicht mal Heavy, Super-Heavy. Alter, ich fahre mit dem 200-Tonnen-Panzer durch die Gegend und spotte für meine Mediums. Einmal. Oh, wie verblödet, Alter. Wie verblödet kann man mit dem Medium spielen, ey. Ey, Junge. Es ist einfach katastrophal, Mann. Hier, 3200 Spot und Assist Damage. Was hat unser. Was hat. Was haben wir denn hier? T49er. Ich habe mehr als unser T49er. Viel mehr als der Objekt 430er. Und ultra viel, viel, viel mehr als der TVP. Und als der hier auch. Ja, ich war der beste Scout. Ich war mit dem E100 der beste Scout in unserem Team. Gib dir das mal, Alter. Ja, und wiederum, wenn du selber Scout fährst, ne? Weißt du, da kommt das nächste Problem. Ich fahre jetzt den Scout, aber es wird auch nicht auf meine Ziele geschossen, die ich aufmache. Es ist einfach komplett verkehrte Welt. Komplett verkehrte Welt. Komplett verkehrte Welt. Komplett verkehrte Welt, Alter. Was ist das, Junge? Was ist das für ein Knoten jetzt mittlerweile da oben? Geht mir das auf den Senkel. Geht mir das auf den Senkel, ich habe Angst vor dem FV, der könnte hier irgendwo sein oder die Autoloader.
Mal sehen, ob unsere Mediums und Scouts mir jetzt mal helfen gegen die Bad Shit. Mal sehen. Jo, herzlichen Glückwunsch. Ich habe den Scout raus und die beiden Artis raus. Also mehr war jetzt nicht drin. Keine Ahnung, was die jetzt schon wieder veranstalten da oben. Guck mal da, wir verlieren die Base, ne? Ja, Leute, wir sehen uns auf Twitch, Akku Power Twitch.